So, hier war jetzt noch was. Hilf beim Gewinnen der Wissenschaftsmesse, indem du ein gemeines Wesen erschaffst. Okay, ein gemeines Wesen. Die jährliche Wissenschaftsausstellung steht an. Hilft der Schülerin dabei, eine Lebensform zu erschaffen und zu gewinnen, gibt er am Möbel zuerst eine Nahrungsquelle. Vielleicht eine Pflanze? Okay, möchte sie nicht. Eine Blume? Okay. Das mochte sie anscheinend. Gib mir eine Nahrungsquelle für die Amöbe. Ja, habe ich doch. Ein Hamburger. Vielleicht mag sie ja nur Fastfood. Okay, eine Amöbe, die auf Hamburger steht. Nun benötigt sie etwas Wärme, um vernünftig wachsen zu können. Okay, dann nehme eine Wärmelampe. Ja, eine Wärmeplatte geht auch. Okay, nimmt sie nicht. Dann eine Heizung vielleicht. Okay, die nimmt... Oh Gott, was ist das? Wow, sie wächst. Als nächstes sollte ich ihr etwas geben, das der Körper eines solchen Wesens brauchen könnte. Use? Okay, Als nächstes sollte ich ihr etwas geben, das der Körper eines solchen Wesens brauchen könnte. Arme? Es waren Arme und du machst Beine draus. Jetzt beginnt es zu wachsen. Jetzt sollte ich dem Wesen dabei helfen, sich an die Gesellschaft zu integrieren. Okay, es wächst. Ein Kopf. Das hat den Kopf gefressen. Sozial. Nee, ach, das müssen wir ja bei Adjektiv wieder machen. Sozial. Es hat ein Handy gekriegt und hat Schmetterlingsflügel bekommen. Das Wesen braucht noch einen Namen. Platziere Buchstaben auf der Leinwand und betätige den Schalter. Okay. Ausschalten. Interagieren. Ja, und jetzt? Sehr geil, wir haben noch ein Use. Und es hat ein... Oh Gott, was ist das denn? Das hat echt ein Auge. Das Wesen braucht noch einen Namen. Platziere Buchstaben auf der Leine. Ach, okay. Wir nennen es Rusty. Heißt nicht wirklich jetzt Ruh, oder? Wir brauchen nur zwei Buchstaben. Aber wirklich schön sieht das Vieh jetzt nicht aus, ne? Mir egal, wir haben einen Starrider dafür gekriegt und wir haben der guten Dame dabei geholfen. Okay, sehr verrückte Wissenschaft, so wie der gute Ruh aussieht. Okay, mein Guter, was hast du denn? Raufbold, der hat nichts. Okay. Was mit dir? Schütz mich vor den Ballwürfen im Völkerball. Schutzschild. Okay, das ist echt fies und der Maxwell freut sich. Hier, was mit dir? Nichts. Okay, was mit dir, Omi? Platziere etwas in meinem Topf, das ich den Schülern zum Mittagessen servieren kann. Okay, da du da sagst, es ist Topf, machen wir eine Suppe. Schmorgericht klingt gut. Und das kommt raus, ein Hamburger. Natürlich. Okay.
Das Mittagessen wurde serviert und der Gut ist umgefallen. Kranker Junge auch noch. Gut. Warte mal, ich gehe jetzt trotzdem nochmal zurück. Ich will ja hier nichts übersehen. Ja, siehst du nämlich, hier habe ich nämlich was übersehen. Mit dem Spind ist nämlich was. Es ist gefährlich für mich, aus diesem Spind zu kommen, solange der Schläger da ist. Verletze ihn nicht. Unsichtbar. Umhang. Unsichtbarkeitsumhang, genau. Komm, zieh den mal an hier. Nee, nicht du, Maxwell. Mensch, entfernen. Komm mal her. Nein, Maxwell, was tust du? Nun komm doch raus, es ist doch unsichtbar. Es ist gefährlich für mich, aus diesem Spind zu kommen, solange der Schläger da ist. Verletze ihn nicht. Nett. Ah. Voll der Nerd, ey. Schon wieder so ein Bruder. Du kannst jetzt als Maxwells Bruder Poindexter spielen. Okay. So, und hier war da nämlich, glaube ich, nichts mehr. Nee, von hier sind wir nämlich gekommen. Machen wir hier nochmal an. Nee, okay. So, mein Bester, was hast du hier? Dieser Spielplatz ist langweilig. Er könnte ein paar interessante Attraktionen gebrauchen. Okay, pass auf, ich mache dir deinen Spielplatz interessant. Mit einer Achterbahn. Ja, wenn das nicht mal ein Spielplatz ist, mein Freund, dann weiß ich auch nicht. Level vollständig. Okay, alles klar. Okay, hier sind wir wieder rausgekommen. Genau, wir waren ja hier. So, dann gehen wir mal weiter. In der Schule auf dem Spielplatz. Nee, ist klar. So, was hat die denn? Hilft dabei, den Stadtteil zu verschönern. Das machen wir doch. Okay. Sieht sehr staubig aus hier. Ja, ihr. Es ist an der Zeit, die Umgebung zu verschönern. Reiße als erstes dieses alte Gebäude ab. Okay, Abrissbirne. Oh Gott, es tut mir leid. Es tut mir so leid. Ich wollte es doch nur mal... Oh Gott, sie war tot. Okay, Abrissbirne... Seil. Das an die Abrissbirne kommt. Da. Genau. Und dann brauchen wir einen Traktor. Na, nu, lass doch mich jetzt mal... Was tust du? Lass mich doch jetzt mal in Ruhe. Reib. Oh Gott, ich hab... Warum geht das? Ja. Ich will doch nur mein Dings hier wieder haben, Gottverdammt. Ach, okay, jetzt. Also wir hätten keinen, ich hätte nur so einen Kran oder sowas. Ein neues Gebäude muss an diesem leeren Platz stehen. Erschaffe einen Ort, der den Bürgern gefallen wird. Oh Gott, ich habe die... Oh Gott, es tut mir so leid. Ich habe die Dame umgebracht. Aber so eine Abrissbirne ist ja auch echt gefährlich. Okay, Abrissbirne. Alles klärchen, so Pärchen. Oh Gott, Maxwell, geh da weg. Das ist ja hochgefährlich. Die schaffen wir gleich mal hier im Müll. So, ein neues Gebäude. Worüber würden sich die Leute denn freuen? Ich finde ja, so ein schönes Café ist immer sehr nett. Aha. Genau, ein Café. Das ist doch schön.
Guck mal, so viele Leute gleich. Es ist der Eröffnungstag. Teile den Leuten mit, dass das neue Gebäude fertiggestellt ist. Werbung? Ach nee, Werburg. Reklame. Da auch nicht. Kann ich das denn mit? Vielleicht mit einem Megafon. Megafon. Okay. Das ist ja süß, diese Luftdinger hier. Das ist ja niedlich. Wunderbar. Wir haben ein neues Café eröffnet. So, mein lieber Maxwell. So, meine Gute. Schau mal, da haben wir jetzt hier unser Kaffee. Ist ja was ein Zufall. Da können wir gleich reingehen. Full Stop Dinner. Und ich glaube, die haben ein Kakerlakenproblem, wenn ich das richtig gesehen habe. Oh, Weihnachten. Willkommen in Full Stop Dinner. Oh, wie gemütlich hier drin. Lustige Gestalten. Okay. Komm näher, um mich zu starten. Gib den hungrigen Gästen etwas. Mahlzeit. Gleich so eine Hauptquest. Finde ich gut. So. Dieses Restaurant hat außergewöhnliche Kunden. Gib dem Schuljungen etwas, um zu wachsen. Du kriegst Brokkoli. Achso, der ist nur... Oh Gott, zieh dich bitte wieder an. Obwohl, hey, du hast ein Vorpack. 1, 2, 3, 4, ein Vorpack. Gesundes Essen hat mich dazu angeregt, stark zu werden. Ah, okay. Der will 100%ig Blut. Nicht? Tomatensuppe. Sieht zumindest aus wie Blut. Hoffentlich frisst er mich nicht. Oh, eine kleine Fledermaus. Das war lecker. Danke, dass du mir eine freundlichere Alternative gezeigt hast. Ach so, okay. Die wollen sozusagen von ihrem schlechten Essgewohnheiten weg. Der Roboter ist für eine Nachrüstung hier. Gib ihm etwas, das ein Roboter essen könnte. Schrauben. Hm, stumpf. Man möchte ja nicht, dass er sich wehtut. Ist ja süß. Ich habe mich mit deinem Roboteressen vereint und bin ein Android geworden. Okay. Uga, uga. Der Kannibale will etwas Besonderes. Schreibe ein Abendessen für den Kannibalen auf. Steak, Englisch. Ja, na gut, dann nehmen Steak, Fleisch, tut's auch. Guck hier. Magst du dein Steak nicht? Ach, er nimmt dasselbe wie immer. Okay. Ein Zombie? Okay, er wird gerade selber zum Zombie. Er nimmt dasselbe wie immer. Ein Kannibale Menschenfleisch? Menschenfresser. Aber der isst die jetzt nicht, oder? Nee, sieht nicht so. Ich bin gerade sehr froh darüber. Ich nehme dasselbe wie immer. Untoter Kannibale. Fleisch. Die Kannibalen mögen doch Fleisch. Nehmen wir halt Rindfleisch. Vielleicht mag er Rindfleisch. Ah, ein Rindfleischsteak muss es sein. Okay. Ich esse alles, was Fleisch ist. Ich meinte natürlich frisch. Du willst jetzt aber nicht, dass ich dir eine Kuh gebe. Oh Gott, nein, ich hab's. Nein, die war auch schon zum Zombie. Was ist, ein Huhn? Das hat dem anscheinend auch nicht gereicht. Ich esse alles, was Fleisch ist. Ich meinte natürlich frisch. Aber inwiefern frisch? Also.
Lebend. Okay, die geben ganz komische Geräusche von sich. Was will ein Kannibale denn bitte zu essen? Ah gut, die Zeit ist gleich um. Dann hoffe ich, dass wir den... Ja, ist gut. Wir nehmen dir das jetzt hier weg. Brauchst du beide Arme? Ich würde gerne einen probieren. Was? Einen Arm? Nee. Oh Gott, das habe ich gebraucht. Hm, du siehst auch ziemlich lecker aus. Bis nächste Woche. Sehr freundlich, danke. Tschüss. Boah, gruselig. Gruseliger Kerl, der Kannibale. Sehr gruselig.